ja, Public Viewing im Büro und ordentlich daneben benommen. Ist das eigentlich ein Kündigungsgrund? Ja, das Büro ist in Schwarz-Rot-Gold geschmückt. Die Stimmung ist großartig. Deutschland steht mal wieder im Finale. Und die Arbeitnehmer sind richtig ausgelassen. Ja, der Kollege neben mir reicht mir das erste Bier schon, das geöffnet wird. Und ich gröle zum Vorgesetzten, der übrigens Niederländer ist. Ohne Holland sind wir bei der WM. Ja, wie sieht das aus mit verhaltensbedingter Kündigung bei so einem Ausnahmezustand? Grundsätzlich kann man sagen, muss man auf der Arbeit natürlich sich so benehmen, wie es nach Recht und Billigkeit im Rahmen des Arbeitsverhältnisses erwartet werden kann. Also sich angemessen den Kollegen und Mitarbeitern gegenüber äußern. Das ändert auch nichts daran, wenn man Public Viewing zusammenschaut und die Laune etwas überkocht. Natürlich würde das Gericht im Einzelfall berücksichtigen, wie sich die Umstände ergeben haben. Aber ich warne davor, allzu ausgelassen zu sein. Denn wenn zum Beispiel Alkoholverbot besteht am Arbeitsplatz, dann besteht das auch bei einer solchen betrieblichen Veranstaltung wie Public Viewing. Und eine Beleidigung kann natürlich auch im Rahmen eines solchen Ereignisses fallen. Insbesondere auch zu achten, ein Fall, den ich aktuell betreue, ist, wenn es um körperliche Belästigung geht. Denn natürlich neigt man dazu, ja, wenn Deutschland ein Tor geschossen hat, vielleicht seine nette Kollegin aus dem Sekretariat zu umarmen oder vielleicht auch einen Bussi auf die Wange zu geben. Das kann zu Missverständnissen führen und im Zweifelsfall auch als sexuelle Belästigung angenommen werden. Insofern vorsichtig auch bei diesem Ereignis, nie vergessen, Sie sind noch auf der Arbeit und nicht zu Hause oder in der Nordkurve im Stadion. Natürlich wird in aller Regel auch hier erst abgemahnt werden müssen. Aber jedenfalls ist eine Abmahnung arbeitsrechtlich auch im Rahmen eines Büro-Public-Viewings möglich, bis hin im Wiederholungsfall auch zu einer Kündigung. Mein Name ist Fabian Baumgartner, ich bin Rechtsanwalt für Arbeitsrecht in München und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, und jetzt alle raus hier! Hat's dir gefallen? Super, dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgewählt wurde. Hier findest du ein Gratisangebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Ich glaube, das Spiel geht weiter. Ich muss weg.